Na dann, Freunde, offene Bühne in der Bücherei. Euer erster Gig. Zeigt es ihnen. Habe ich noch Zeit, einen Schluck an dem Wasserspender zu trinken, an dem viel zu wenig Wasserdruck herrscht? Klar! Ich kann den Husten von dem vor mir schmecken. Liebe Büchereikartenbesitzer, einen großen Applaus für Griffin and Quagmire. I can't poop in strange places. I can only poop in my home. It's as though I'm watched by strange faces. It's why I never roam. Entschuldigung, ich würde mir gerne eine von diesen Zeitungen nehmen. Jetzt machen Sie schon, verdammt! Ich suche einen Job, okay? I've left Stewie alone with strangers to satisfy my fecal needs. You know just what I mean. Home, bowl, home, bowl. Poop before my anus bleeds. Oh, alle sind weg. Tja, das war Zeitverschwendung. Ich hätte mit den Mädels wandern gehen können. Wir wandern nicht. Wir tragen nur enge Hosen und trinken Kaffee. Tja, unsere Musik scheint niemanden zu interessieren. Dabei fand ich uns gut. Hab schon schlechtere Auftritte gesehen. Ich war auf dem Heimweg und ging um 20.15 Uhr zum Auto. Es war sehr dunkel. Und dann hörte ich Schritte. Buh, erzähl vom Sex! Leute, ich hab tolle Neuigkeiten. Was ist denn, Mord? Ich hab euren Auftritt auf YouTube gestellt. Die Promoter vom New England Music Festival haben ihn gesehen und sie wollen euch buchen. Was? Verarscht uns jetzt? Oh mein Gott, hast du das gehört? Wir wurden gebucht. Das müssen wir feiern wie 20-jährige Girls. Oh mein Gott, wir sind voll random. Was machst du mit dem Stofftier? Oh, hi, Winnie. Rupert und ich nehmen nur ein Prosecco-Line und etwas Käse vor der Vorstellung. Das würde ich nicht tun. Warum nicht? In meinem alten Haus hat ein Typ gewohnt, Johnny Tussenkram. Wir haben ihn so genannt, denn er stand auf... Auf Tussenkram? Auf Tussenkram, genau. Jedenfalls haben wir uns zusammengetan und ihn mit einem Grilldeckel und ein paar Scheibenwischern verprügelt. Sagen wir einfach, der macht keinen Tussenkram mehr. Weil ihr ihn verprügelt habt? Ja, er war einfach nicht einer von uns. Wir mussten ihn fast umbringen. Das klingt ja grauenvoll. Was wurde aus ihm? Keine Ahnung. Kurz darauf hat ein Mädchen in der Nachbarschaft einen Schwarzen geheiratet. Da mussten wir uns natürlich darauf konzentrieren. Hier sind wir, Quagmire. Wir machen Musik und leben unseren Traum. Noch vor einer Woche waren Eishockey-Prügeleien in der Arbeit mein einziger kreativer Ausgleich. Griffin, diese Lieferberichte müssen bis heute 17 Uhr ausgefüllt sein. Ich wollte dir nur viel Glück wünschen. Nett von dir, herzlichen Dank. Wie ist dein Name, Schatz? Ich bin's, Lois. Gut, du Backstage-Nutte, hier ist der Schlüssel von meinem Hotelzimmer. Du kannst meine Kacke dort runterspülen. Was? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Griffin and Quagmire. Peter, wir sind dran. Have you ever put butter on a Pop-Tart? It's so friggin' good. Have you ever put butter on a Pop-Tart? If you haven't, then I think you should. I was sitting in the kitchen one day, and I was itching to fill up my belly with the piping hot jelly of the best damn treat in the world. Yeah, my Pop-Tarts! And I saw a stick of butter, and it almost made me shudder and scream like a baby girl. I don't want a giant penis or a rocket trip to Venus. I don't want to win the lottery. I just want to squat and gobble till I'm dizzy and I wobble in a Butterfruit and Joe Tart dream. So I put butter on a Pop-Tart. It was so friggin' good. Have you ever put butter on a Pop-Tart? If you haven't, then I think you should. Und jetzt sind alle mit, Freunde! Have you ever put butter on a Pop-Tart? It's so friggin' good. Yeah, have you ever put butter on a Pop-Tart? If you haven't, then I think you should. Pop-Tart! Mit Butter?